Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Control. Jo, es ist noch dabei, den guten AT, den Hausmeister, zu finden. Und machen wir direkt mal weiter, würde ich sagen. So, ein bisschen randalieren, das gehört auch dazu. Okay, und die Action geht los. Ich habe das Gefühl, das war noch nicht anders. Okay, darf ich auch noch nicht rein. Alles immer mehr. Ich würde sagen, ich habe alles gesehen. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ritualimpuls? Das hatten wir auch noch nicht gehabt, oder? Schmettergeschoss. Okay, hier geht's irgendwie runter. So, die Truhe ist runter. Schadensschub. Okay, da komme ich nicht rein. Oh doch. Mich gerade ein bisschen erschrocken wegen der Tür, wo die, als sie zugegangen ist. Ich höre den Hausmeister aber summen. Genau, ich gucke mich hier unten mal kurz um. Okay, hört ihr auch den Hausmeister? Ja, ne? Okay, nochmal zahlreiche Räume. So. Okay, dachte ich mir schon. Bereich 4 können wir noch nicht rein. Ah, hier war noch so ein Nebenraum. Achso, das war das hier. Dann gehen wir auch mal da weiter. Hi. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Ja, das passt doch. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Na denn. Irgendwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, das glaube ich auch. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich hau die Fakten auf den Tisch.
Mäkele, sondern Perkeles Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Fuchs in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand. Und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Kann er unsere Gedanken lesen? Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti. Okay, jetzt haben wir Berechnungsschein Nummer 2. Genau, das hatten wir ja vorhin aufgesammelt. Ah, Stufe 2, das ist gut. Achso, hier könnt ihr den Schwetterer auch noch ausrüsten, ne? Was haben wir denn hier? Oh, Schaden plus 18. Ah, dann tausche ich das doch mal. So. Oh, hier können wir noch was machen, hat er gesagt. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Verbrenn's zum Rentier, nicht zum Elch. Arti, was stimmt mit dir nicht? Pensionär. Ja. Okay. Was können wir denn verbrennen? Ups. Zeit für eine Kaffeepause. Ja, Arti, doch Pause machen, wir müssen arbeiten. So. Genau. Wollen wir erstmal da geradeaus gehen? Ah, die andere Mission ist jetzt eigentlich fehlgeschlagen oder so, ne? Okay, das habe ich doch hier noch. Okay, dann untersuchen wir mal das Licht. Okay. Ja. Sowas dachte ich mir gerade schon. Puh, aber doch leicht erschrocken. Oh, hier wird mir echt übel. Ups, hier sitze ich wahrscheinlich nicht hoch. Was ist das, ein... Ist das ein Pferd? Okay, was passiert jetzt?
ausweichen. Oh Gott. Ups. Okay, das sind natürlich auch unsere Energie weg. Ups. Ja, man sollte halt schon richtig ausweichen. Das war knapp. Okay. Ah, das ist nice. Zwei Fähigkeitspunkte. Stopp. So weit kann ich nicht springen, oder? Was ist das da oben? Ist das eine Schreibmaschine? Hier runter. Zumindest komme ich wieder hoch. Ah, okay. Ich fühle mich ein bisschen geblendet. Könnt ihr mich mal sehen? Versteckten Ort gefunden. Also da, wo wir gerade waren, ist halt auch versteckter Ort. Ja, das ist doch nice. Sie haben keinen Sinn für gute Musik. So. Ja, Arti. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Okay, das haben wir ja gerade angehört. Hotline. Okay, 1 Minute 18 geht das sogar. Northmore war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. Northmore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden. Die Situation eindämmen. Northmore hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen.
Es gab keine Premierkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen. Unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand, fast als Mutprobe. Okay. So ist er wahrscheinlich auch Direktor geworden. So, dann haben wir noch Fallakten. Karussellpferd. Objekt sollte in einem abgegrenzten Raum aufbewahrt werden, wenn es entbunden wird. Ein Pferd aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das einst als Sitz auf einem Karussell diente. Die Stange ist noch am Objekt befestigt. Das Objekt kann kurze Entfernungen in sehr hoher Geschwindigkeit zurücklegen. Das kann sehr gefährlich sein, wenn sich Bonbonpunkt in seinem Weg befindet. Das Objekt ist derzeit am Bonbonpunkt gebunden. Herkunft: Das Objekt wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Vergnügungsparks gefunden. Lokale Bonbonpunkt berichteten, dass die Fahrgeschäfte selbst tätig fuhren und dass sie hinausgejagt wurden. Als die Behörde von den Gerüchten erfuhr, Folge 235 von America Overnight, wurden Agenten entsandt, um zu ermitteln. Am Schauplatz wurden drei örtliche Punkt-Punkt tot vorgefunden. Das Objekt griff Agent Punkt-Punkt an, indem es Punkt-Punkt Agenten bedienten sich der Formel C.5, um das Objekt lange genug Punkt-Punkt, damit es Punkt-Punkt. Okay. So, dann wollen wir mal weitermachen. Boah, ich wollte mal rausgucken. Geht leider nicht. Okay, auch ein bisschen spooky ist noch rumgekommen von alleine. Okay, was haben wir hier? Schriftverkehr. Achso, ist genau das Oberste gewesen. Achtung, Wartungspersonal. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt der Macht aus dem Panoptikon entkommen und alle sollen Ausschau danach halten. Wenn also jemand ein Karussellpferd auffällt, das durch den Sektor schwört, informieren Sie sich bitte sofort. Bitte versuchen Sie nicht, es allein einzufangen und binden Sie es unter keinen Umständen an sich. Ihr Sicherheitschef Simon Arish. Ja, das haben wir jetzt schon gemacht. Sollten wir nicht? Aber doch, ich glaube, es ist eine gute Idee. So. Vielleicht sollten wir uns das ausweichen. Und wir können quasi auch ein bisschen schweben oder fliegen. Okay. Die scheinen noch normal zu sein. Ah, die haben aber auch diese HSC oder wie die heißt. Tragen die ja bei sich. Hey, sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Ja. Den haben wir schon mal kurz gelesen. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Sagt die Tür. Okay. Und der Shelter? Es ist gefährlich da draußen, Lady. Sprechen Sie mit Leiter Arish. Er ist drin in der Rundfliege. Jo, ich mach doch erstmal hier den Kontrollpunkt fertig. Oder scheint noch nicht zu gehen. Dann gehen wir doch erstmal hier rein. Ma'am! Hey! Leiter Arish, FBC-Sicherheit.
Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Gleich, ich schlage mir mal das Schriftstück hier. So, noch was von den guten Irish. Hey, Simon oder Simon, ich habe eine Nachricht bekommen. Genau wenn dich jemand im Sektor nach Artefakt, sagst du ihm, dass du dich drum kümmerst und belässt es dabei. Unter keinen Umständen sollte ein Mitarbeiter seine tägliche Routine stören. Ich habe dir alles über ihn erzählt, was ich weiß. Aber damit du mit seinen komischen Gewohnheiten besser klarkommst, aber die Sache ist immer noch streng vertraulich. Ich habe auch deinen Bericht über den Steinbrucharbeiter gesehen, der ins Fundament spaziert ist. Es war absolut richtig, ihn gewahrsam zu nehmen. Wir finden erst heraus, was er weiß, und entscheiden dann, was wir machen. Grüße, Lin. PS, falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, zwischen Trench und Darling stimmt was nicht. Ich weiß, dass das nicht gerade deine Stärke ist, aber halte dich da bitte raus. Okay, was hast du sagen? Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jesse Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stank wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Ja, die Untertitel kamen jetzt bei dem Dialog nicht ganz hinterher, ne? Gab's eine Stelle, da hat's ein bisschen hintergehängt. Wenn Umwandler und Kühlmittelpumpen wieder funktionieren, ist dieses Baby schnell wieder auf einer sicheren Temperatur, hoffe ich. Was wissen Sie über das Zischen? Nicht viel, nur was ich selbst gesehen habe. Die Besessenen wenden dieselben Taktiken an, die uns Marshall und Salvador beigebracht haben. Also hat das Zischen wahrscheinlich ihre Persönlichkeit nicht völlig ausgelöscht. Was ein ziemlich schrecklicher Gedanke ist. Oder es verwendet nur, was es in den Köpfen seiner Opfer findet. Auf jeden Fall will es unbedingt in die Energiequelle. Was glauben Sie, warum? Scheiße, keine Ahnung. Es will mir das Leben schwer machen. Genau, nicht nur dein Leben, ich glaube unser aller Leben. So, Irish. Was machen Sie hier, Irish? Ich bin der Sicherheitschef der Wartung. Ich stelle sicher, dass die ganze schräge Scheiße hier unten die Wartungstruppen nicht belästigt. Salvador hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Er ist der beste Sicherheitsmann, den die Behörde je gesehen hat. Und Sie mögen Ihren Job? Total. Alle denken immer, dass die Wartung unbedeutend ist, weil wir Rohre reparieren, anstatt Berichte zu schreiben. Aber ehrlich gesagt sind das hier die tapfersten Leute im ganzen Scheißgebäude. Ich bin stolz darauf, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe ein paar Gelegenheitsjobs mit diesen Leuten erledigt. Sie sagen, was sie denken. Das gefällt mir. Ja, das stimmt. Das merkt man ja so ein bisschen an der Ausdrucksweise, dass er manchmal Scheiße hat gesagt. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Sache, sie sind ehrlich und aufrichtig. Was genau ist die Energiequelle?
Hören Sie, ich weiß nur, was Salvador mir gesagt hat. Aber sie generiert den gesamten Strom für die Behörde und es gibt zwei einfache Regeln. Nummer eins, sie darf eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Nummer zwei, sie darf nie, niemals geöffnet werden. Oh, und Nummer drei, streng vertraulich, also stelle ich keine Fragen. Geheimnisse scheinen hier an der Tagesordnung zu sein. Ja, gehört alles zum Job. Aber sollten jetzt Direktoren nicht alles wissen? Eigentlich? Okay, Amtswaffe? Was wissen Sie über die Amtswaffe? Nicht viel. Ist nur für die Direktoren. Salvador hat mir erzählt, dass er mal Trench mit ihr gesehen hat. Klingt, als könnte das Gerät ziemlich reinhauen. Ich habe zwar mal Bilder davon gesehen, aber die sah anders aus als das Teil, das Sie tragen. Haben Sie die modifiziert? Das ist neu. Heißt neu auch gut? Unter diesen Umständen ist neu das Beste, was wir haben. Okay, dann mal noch Arti. Kennen Sie diesen Arti? Natürlich, er ist mein liebster Pausenkumpel. Der Typ hat ein paar schräge Geschichten auf Lager. Er weiß wahrscheinlich mehr als jeder andere hier, wenn man versteht, was er sagt. Wissen Sie, wo er herkommt? Ich tippe auf Schweden. Spielt das eine Rolle? Unter manche Steine sollte man einfach nicht schauen, wissen Sie? Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich sollte weiter. Stimmt, die Quarantäne wartet. So, was haben wir denn hier noch so im Raum? Schon mal eine schöne Kiste. Das ist ja wie so ein Schlagkäfigchen, ja? Dann komm mit und hilf mir. Kann man das denn jetzt umwandeln? Achso, haben wir schon. Okay, dann Astralfähigkeiten. Auch will ich haben. Mist. Okay, mach ich mal mehr Energie. Und schleudern. Okay, jetzt kann man nichts machen, ne? Da steht noch Fähigkeit 1. Ja, okay, mach ich das nochmal. So, Astralwerkstatt leuchtet auch. Okay, haben nicht genug Energie für. Aber fehlen auch die anderen Sachen. Gegenmaßnahmen des Rats. Achso, das habe ich abgeschlossen. Aha. Das muss ich noch machen. Im Stichmodus. Okay. Wir müssen dann zum NSC, ne? Kühlpumpe und Transformatoren. Also links und rechts. Ich glaube, ich würde erstmal links lang gehen. Ah, okay, da kommt das Kühlwasser rein. Jetzt hier runter. Eventuell. Ja, da geht's zu den Punkten. Oh, da sind Gegner.
explodieren lassen. Das wäre etwas schief gegangen. Vor allem nachdem wir festziehen. So. Aber ich hätte auch schleudern können, ne? Ja, bisschen mit unserem Leben haben wir eingeboost. So, bevor ich weitergehe, danke ich euch fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.